Ahnung, 1000 Dogecoins oder so, entspricht jetzt gerade mal 500 Euro oder so. Und das Ding ist, er hat investiert, als das Ding auf. Alter, was geht ab, Leutong hier? Ich habe gerade zufällig in meiner, wie heißt das, Empfehlungsliste auf YouTube gesehen, Slavik und dann Bitcoin Talk, redet über Coins und so. Er hat so gesagt, seine Top 3 Coins waren Cardano, Kuss geht raus, Alter, Ole Cardano, Ethereum und VeChain. Hat er echt sehr gut ein paar Sachen gesagt. Immer schön anschauen, Leute. Geht's nicht informieren, geht sich einfach blind rein. Nur mit dem reingehen, was ihr auch verkraften könnt, dass ihr verliert. Also sehr interessant zu sehen, wie immer mehr Leute nicht rausgehen, reingehen in Krypto, über Krypto erzählen. Da war auch eine Frage, Slavik, hast du mehr als 100k in Krypto investiert? Und er hat gesagt, ja, hat er. Sehr, sehr, sehr interessant, immer mehr zu sehen. Ich habe ein Paket reinbekommen, das öffnen wir jetzt schnell und dann auf jeden Fall essen gehen. Ich gehe essen bei dem Falafelmann von gestern. Der hat uns Falafel geschenkt. Es war Sonntag, es war zu. Wir waren vor der Tür, wussten es nicht. Dann hat er uns gehört, dann hat er uns Falafel geschenkt. Ich habe üble Scheißerei von dem bekommen. Aber trotzdem will ich den jetzt gleich abchecken. Es müssten die Mikrofonständer sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Yes! Jetzt haben wir endlich die Mikrofonständer. Die richtigen. Momentan liegen sie einfach auf dem Tisch. Perfekt. Nice, nice, nice. Die waren echt lange Zeit ausverkauft. Also ich habe die schon vor Ewigkeiten bestellt. Und da haben die gesagt, ja, Lieferung erst in einem Monat oder so möglich. Bin gespannt. So, Mikro ist aufgebaut, Mikroständer. Muss aber nochmal schauen, wohin damit, weil die Kamera ist ja hier und das wird dann sozusagen gefilmt. Und dann ist das schon ziemlich hart im Weg. Also vielleicht irgendwie von der Seite oder von hinten. Die Frage ist halt nur, also meistens reden wir schon in die Richtung, das stimmt schon, weil wir hier den Stream anschauen. Aber manchmal reden wir auch in die Kamera und dann wäre das entgegengesetzt zum Mikro. Wenn Mikro hier ist und wir reden dann in die Richtung, das wäre dann fair, weil wir müssen in die Richtung gehen, da wo das Mikro wäre. Deswegen, und wenn es in der Mitte wäre, ja, schauen wir mal. Muss ich mir noch überlegen. Im Wohnzimmer, aka dem Studio, habe ich es mal dahin gemacht. Passt eigentlich ganz gut, weil ich sitze hier. Reaction, dann kann man hier direkt reinreden. Puh, ich habe mir zwei saftige Sachen gegönnt, Leute. Ich habe böse Hunger und ich habe noch nichts gegessen heute. Sababa, King of Falafel, nennen die sich in München. Direkt am Viktualienmarkt, dementsprechend war das auch richtig voll dort. Ich konnte da gar nichts drehen. Schlange des Todes und ja, läuft Business, auf jeden Fall Mittagspause. Viktualienmarkt. Zu krass und die haben echt verrückte Sachen. Also Falafel natürlich. Nicht die, die mir gestern ein paar Probleme gemacht haben. Und Shawarma halt. Und letztens hatte ich eine Schawaffel. Das ist so eine Fusion aus Shawarma und Falafel. Und diesmal habe ich ein Haarwaffel. Halloumi-Fusion mit Falafel und ein Shalumi. Shawarma und Halloumi-Fusion. Ich bin gespannt. Richtig, richtig saftig, Mann. Geile Halloumi. Ja, das ist krass, Mann. Der Laden ist echt krass. Ich glaube, das gehört zu meinen Top 5 Läden, Mann. Food Factory und der Kerl. Das ist heftig. Ich habe so eine Nachricht von einem Zuschauer bekommen. Der meinte, sein Kollege feiert uns und hat demnächst Geburtstag. Und wir hätten so eine Sprachnachricht für ihn machen können zu seinem Geburtstag. Ich habe gesagt, freut uns gerne. Weiß aber nicht, ob wir uns bis dahin alle treffen. Da habe ich hier in die Gruppe geschickt, dass jeder selber eigene Sprachnachricht machen soll. Und jetzt kommt das Krasse. Heute Nacht hat es mir jeder geschickt, also Tati und Barış, die anderen wurden nicht gefragt, also ich, Tati und Barış. Tati und Barış haben es mir heute Nacht geschickt. Ich bin heute aufgewacht, ich habe beides bekommen, ohne nachzufragen, ohne hinterherlaufen. Wie krass ist das? Ich habe vorgestern ein Video rausgebracht,
mit Potenzial. Das Mindset hat sich bei uns geändert, vor allem bei den Jungs, bezüglich Social Media, Twitch, YouTube und der ganzen Sache. Und freut mich auf jeden Fall. Das hat mich sehr gefreut, dass ich da nicht hinterherlaufen muss, wie immer. Ist ja eigentlich recht traurig. Und das gilt jetzt nicht nur für die Jungs, sondern allgemein im Leben momentan. Ständig, wenn ich irgendwo was mache, mit irgendjemandem zusammenarbeite, E-Mail, Nachricht, ich erwarte nicht mehr, dass es gleich und sofort gemacht wird. Und das ist halt traurig eigentlich. Immer muss man hinterherlaufen und nachfragen und dies, das mittlerweile. Ich war gestern bei einem Fotoshoot. Check gerne den Vlog ab. Und, also ich will jetzt die anderen Fotografen nicht wissen. Aber der Asiate, den ich mitgebracht habe, am selben Abend noch schickt er mir alles fertig. Hier, Hong, hast du. Voila, was für ein fleißiger, krasser Typ. Und sowas bleibt in Erinnerung. Impressed bin ich, Mann. Ich würde gern in der Zukunft immer mit ihm zusammenarbeiten und ihm mehr Budget geben und sowas. Wenn die Touren laufen und wir da Budget haben, ihn als dauerhaften Fotografen. Weil, Digga, selber Tag, andere Fotografen, Digga, du läufst 1, 2, 3, 4, 5 Wochen hinterher, Monate. Hey, wie sieht's aus? Wo bleiben die Bilder? Hey, hattest du schon Zeit? Hey, hey, hey. Und er so, selber Abend, hier, Digga, Hong, nimm. Mashallah, danke dir, Bruder. Danke. Krass. Mein Gott, zu saftig, Mann. Zu saftig. So, Runde 2. Stabiler Preis, also die haben gekostet 5,20 und 5,80. Ist okay, wenn man es mit einem Döner vergleicht und dafür, dass es direkt am Viktualienmarkt ist. Das ist jetzt Halloumi und Falafel. Ohne Shawarma, also ohne Chicken. Leute, ich setze mich jetzt hier hin und mache einen Raid. Nicht, Mann, natürlich nicht, Mann. Aber ihr wisst Bescheid, Fackel, sehr beliebte X-Rate Arena gewesen. Einer meiner Top-Videos auch hier. Mewtwo X-Rate damals auch, wo die mega, mega, mega gehypt waren. Ich war selber nicht eingeladen. Das war damals auch, wo ich Beef mit Niantic hatte und keine Einladung bekommen hatte. Obwohl ich an jeder X-Rate Arena in ganz München war. Werde ich niemals vergessen. Kollege Riyad Maskulin war hier. Und bis eine Minute vor Beginn waren nur 3 Leute oder so da. Und die haben schon Panik geschoben, yo, schaffen die das überhaupt und so weiter und so fort. Aber dann sind noch ein paar dazugekommen, genau rechtzeitig. Und ja, eines meiner Top-Videos. Ich muss jetzt ein paar Sachen abschicken, erledigen, antworten, beantworten, E-Mails lesen, dies, das. Aber zum Glück kann ich das von überall machen. Deswegen chill ich mich hier hin und mache das jetzt erstmal eine Weile. Schaut's mal, Leute. Ihr seht es nicht, aber da ist ein Fotoshoot. Selbe Location haben wir auch für unser Fotoshoot verwendet. Also nicht gestern, sondern eins davor. Sehr beliebt und auch X-Rate Arena. Guppy Lane, München. Und die Glyptotheken. Vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall. Ich pack's jetzt erstmal heim. Und dann an meiner Tour arbeiten. Also da muss wieder ein bisschen härter durchgezogen werden. Tour 2 ist ungelogen seit einem Monat, eineinhalb Monaten auf 95%. Das muss endlich mal fertig gemacht werden. Und dann Tour 3 und dann geht's los mit Marketing und so weiter. Da muss echt richtig hart durchgezogen werden. Das habe ich so hart schleifen lassen. Jo, was geht, Leute? Lang nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, was davor war. Ich musste eine Menge Sachen erledigen. Ich lade gerade den Vlog hoch von gestern. 2 Wochen sind auch schon wieder vorbei. Also so schnell vergeht die Zeit. Echt heftig. Also der erste Vlog war ja erster Tag von Ramadan. Das war jetzt vor 2 Wochen. Und 2 Wochen noch, dann ist Ramadan vorbei, da kommt Barstein großes Yu-Gi-Oh! Turnier, 10.000 Euro sind auf dem Spiel. Und dann ist mit DeFi auch alles fertig, DeFi Chain, Cake und dann wird es auch da richtig krass abgehen. Und ihr seid stabil mit dabei, freut mich Leute, freut mich sehr, vielen Dank für den Support in letzter Zeit, für die Vlogs, für die Streams. Ich glaube, ich habe nichts mehr zu sagen für heute, wie gesagt, ich lade das noch schnell hoch. Checkt gerne die anderen Vlogs auch noch ab, 2 Wochen sind wir jetzt am Start. Und das wird so weitergehen. Für eine Weile auf jeden Fall. Mal schauen, wie lange, bis der erste Tag kommt, wo ich das nicht mehr schaffe. Aber in Pogo habe ich es auch ein paar Jährchen geschafft, ohne einen Tag zu vermissen. Also schauen wir mal. Das war's von mir, Leute. Schaut gerne auf Twitch vorbei, auf Insta. Immer liken, subscribe, kommentieren. Natürlich in Bitcoin, in Krypto investieren. Ihr habt es gesehen, sogar Slavik Junge ist am Start. Deswegen schaut euch mal rein, lest euch mal rein, informiert euch. Findet den Coin für euch.
Vielleicht ist ja DeFi. Ansonsten leidet sich.